Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wir wollen uns in dieser Aufnahme darum bemühen, eventuell mal ein paar Epics zu basteln. Ich hatte ja eine schöne Session mit Aufmachung von, wie heißt es, Chests. Ja, gut, dass man deutsche Sprache, schwere Sprache und überhaupt. Ja, und habe jetzt hier ein paar Legendaries, die man fusionieren könnte und möchte das jetzt auch einfach mal machen. Habe jetzt gerade auch in einem anderen Bildschirm meine Seite aufgemacht, wo ich immer gucke, was zu fusionieren geht und was nicht. Was hatten wir denn da Schönes? Zum Beispiel Armor of Peacock war Luft-Wasser. Die wäre ja schön, wenn man die fusionieren würde. Die wäre verdammt... Entschuldigung, das Fluchen war natürlich jetzt nicht richtig. Die wäre sehr, sehr schön. Die Firestorm Vanguard ist auf jeden Fall eine Rüstung, die man auf dem Kieker, auf dem Dings haben sollte, auf dem Schirm. Dann die Ronin Star Ropes ist zwar in Anführungsstrichen nur eine Mono-Luft, aber auch ziemlich hammergut. Und dementsprechend wäre das auch was, was mich interessieren würde. Also Luft, Feuer, Wasser wäre auf jeden Fall was, was man fusionieren könnte. Auch Feuer, Erde für die Ravage Shield Blade wäre eine super Sache. Gut, ich denke, mit diesem Hintergedanken, gut, Chaos Vanguard finde ich, ist auch in Ordnung, aber müsste jetzt auch nicht. Earthwardens Shroud, die ist natürlich auch nicht, die ist, jetzt hätte ich schon beinahe wieder verdammt gesagt, aber die ist, also es gibt sehr viele gute Sachen. Was wir natürlich auch erstmal gucken könnten, ist, ob wir hier was in der 3-Sterne-Lobby fusionieren können. Storm Sorcerer, früher mal eine super Rüstung, oh Mann, ärgert mich. Wicked Wraith Plus, eigentlich auch schade drum. Es ist echt, eigentlich ist es ja schon fast schade wieder, ja, dass ich diese guten Rüstungen wegmachen muss, will, kann. Okay, da haben wir keine passende 3-Sterne-Rüstung zu. Das passt natürlich auch mal wieder toll. Vielleicht sollte ich vorher gucken, was ich dafür fusionieren will. Was geht denn eigentlich? Es geht eigentlich nur, da haben wir Mystic, 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 Mystic. Wir haben überall Mystic drinne, bis auf hier die eine Storm Sorcerer. Na, super. Ja, und eigentlich echt schade. Wir werden trotzdem die Plus-Rüstung jetzt hier einfach mal nehmen. Die Plus macht keine zusätzliche Chance, was auch immer. Weil vielleicht kommt ja jetzt wirklich mal eine Epic raus. Hey, es ist eine Mono-Erde, 4-Sterne-Rüstung, Battlesuit Raymond. Das ist schon mal besser wie was anderes. Mono-Erde mit Mono-Feuer wäre ja zum Beispiel eine Sache, die man sich überlegen könnte. Oder Mono-Erde mit Mystic. Da könnte die Mystic-Mono rauskommen. Da könnte die Earth-Wardens Shroud rauskommen. Wir haben eine Feuer-Luft. Vielleicht eine Feuer-Luft mit Erde. Wie wär's mit Feuer-Luft-Erde? Nur Luft. Luft mit Wasser. Luft mit Wasser, Luft Mono mit Wasser wäre ja auf jeden Fall auch noch eine Sache. Wasser, Luft, Wasser, Feuer mit Luft. Das wäre doch, also das nehmen wir auf jeden Fall. Wasser, Feuer mit Mono, Luft. Ups, so viel haben wir da auch nicht mit Luft, okay. Und was kommt raus, was kommt raus, was kommt raus? Und eine Epic, nein, Scherz. Barbarian Battle Gear. Ist jetzt so nicht schlecht, aber... schade. So. Flame Summoner's Shroud. Hätten wir da noch, noch ein Wasser zu? Achso, nee, das ist eine 29er Rüstung. Die wollte ich ja nach Möglichkeit auch gegen, also mit einer höheren Level Rüstung dann verfusionieren. Mal gucken, was haben wir hier noch, was mit, Wasser zum Beispiel zu tun hat. Eine Mono Wasser mit Feuer und Luft, nee, Monowasser finde ich da jetzt nicht so toll. Dann nehmen wir lieber die hier. Und wir bekommen das ist eine Mono Mystic Soul Shard Raymond, genau. Ja, also Feuer und Mystic gibt natürlich auch die Möglichkeit auf eine Dragonborn, die ich ja auf diesem Charakter hier, das ist ja der Handy-Charakter, nur um es nochmal zu sagen, noch nicht habe und dementsprechend auch gerne hätte.
Ja. Hatte ich von den Clouds Finery 2, cool. Mamono Erde. Was haben wir denn dazu alles im Angebot? Mono Mystik, Mono Erde mit Feuer und Wasser. Nee. Nee. Hier, Mono Erde mit Luft und das könnte doch was werden. Hey, super, das ist sogar was geworden. Weiß nur gerade nicht was. Okay, wir lassen das jetzt auf uns wirken. Ja. Also, wir haben jetzt diese Shield Blade. Ist von den Elementen her jetzt nicht unbedingt das, was ich immer habe, so mit zwei Elementen, also was ich gerne habe, dass so zwei Elemente nebeneinander hat. Aber im Großen und Ganzen doch okay, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die Nicht-Plus-Version 1952 auf Angriff und 1910 auf Verteidigung hat. Okay, die Chests haben sich doch gelohnt. Gut, irgendwann hätte man das auch so mal verfusioniert, oder zusammen fusioniert, aber das ist natürlich ziemlich cool. Hier hätte ich gerne noch was. Ich hätte gerne da. Mal ganz kurz gucken, was war das? Mystik Erde ist gut und Luft war ja in dem anderen noch drin. Luft Wasser wäre auch gut. Es wäre jetzt natürlich toll, wenn ich jetzt noch mehrere. Was ist das für eine? Vesture of Quarian. Ah, okay. Ja, es ist schon schön. Freut mich. Ist schon sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch gucke, dass ich die hat auch nur noch eine Quersumme von 3292, also nur noch. Aber ja, da kommen die normalen Epic Boss Rüstungen auch langsam dran. Deswegen mal gucken, was wir hier noch haben. Monowasser mit zum Beispiel Luft. Was gibt es da für eine Monoluft oder Quarian? Wasser und Mystik. Hat Wasser und Mystik eine Chance? Wasser und Mystik, ja gut, auf eine Monomystik. Ach, wir probieren es einfach. Oder eine Monoluft. Epic. Oder gar nichts. Arcane Mantle. War das nicht die, wo ich gerade sagte, der Arcane Mantle wäre auch noch in Ordnung? Ich hab's gleich. Ich komme langsam mit den ganzen Epics nicht mehr so zurecht. Ja, ich bin ein alter Mann, ich kann das nicht. Stimmt, die Chaos Vanguard wollte ich haben. Der Arcane Mantle war ein bisschen eine ältere Monomystik. Arcane Mantle, wo habe ich den denn? Arctic Shroud, Arcane Mantle. Ja, der ist auch nicht schlecht, aber nee, werde ich nicht behalten, denke ich mal. Der hat in der Quersumme, also hat 1888 auf Angriff und 1690 auf Verteidigung. Ist jetzt erstmal nicht schlecht. Also was heißt nicht behalten? Ich werde ihn erstmal behalten, werde mal weitergucken. Aber im Großen und Ganzen, bis der jetzt richtig hochgepowert ist auf 99 und er hat in der Quersumme 3400, 3500, okay, 3578. Das ist auch schon nicht schlecht, muss man ja sagen. Muss ich mal gucken, muss ich mir überlegen. Ah, Plate. Arcane Mantle. Hätte ich nicht hier so eine andere bekommen können. Ja, man sollte sich nicht beschweren. Ich finde es cool. Zwei Epics sind schon mal super Ergebnis. Und den Arcane Mantle, das ist ja wirklich auch was, was man theoretisch behalten kann. Also, ja. Und die Ravage Shield Plate ist natürlich eine super. Das ist schon cool. Mystic Wasser mit. Ich habe viel zu viel Mystic Rüstung, verdammt. Mystic Wasser mit Luft vielleicht. Ich habe echt nur noch Mystic Rüstung hier. Feuer mit Mono Mystic. Das wäre es doch jetzt mal, dass man da was Gutes bei rauskriegt. Und dann nehmen wir auch hier die Soul Shard Raiment. Und bekommen die Dragonborn Aegis.
Nö, das ist nicht die Dragonborn, das ist irgendwas anderes. Moontide. Ich glaube, also ich hoffe nicht, dass es so ist, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Moontide gehabt. Jetzt habe ich endlich mal eine. Moontide. Das war eine der ersten Epic-Rüstungen. Ich bin jetzt auch hier ganz nah nach unten gescrollt. Die hat tatsächlich noch Werte in der Nicht-Plus-Version. Haltet euch fest. 1434 auf Angriff und 1287 auf Verteidigung. Das ist eine Quersumme von 2600 und 2700, Entschuldigung. 2700 und ein... Nee, 2711, glaube ich. 21. 21. 2721. Doch 2721. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war früher mal das Nonplusultra. Wer so ein Ding hatte, der hat alle anderen platt gemacht, will ich jetzt nicht sagen, natürlich. Die war auch noch relativ selten damals. Und ja, mittlerweile ist sie eigentlich Schrott. Aber das ist jetzt die dritte Epic, die ich bekomme. Sehr schön. Wenn es so weitergeht, wieso nicht? So. Jetzt haben wir hier noch eine Mono Luft. Was können wir da überhaupt reinmachen? Mir würde ja was vorschweben mit Wasser, genau. Weil ich hätte ja gerne die, wie auch immer sie heißt, Rüstung, die ich euch gleich sage, Wasserluft, Armor of Peacock. Die finde ich nämlich auch ziemlich cool. Und wenn wir schon so beim Epic Sachen machen sind. Hey, ne Armor Peacock. Nein, das ist Beastmaster Battle Gear. Ja, da sind wir wieder bei einer Epic gelandet. Irgendwie macht mir das jetzt fast schon Angst. Beastmaster Battle Gear, ich bin noch am runterscrollen, das ist auch eine der etwas älteren. Die werde ich auch nicht behalten. Da werde ich nachher mal noch ein bisschen was fusionieren. Also die hat 1552 auf Angriff und 1552 auf Verteidigung. Macht dann eine Quersumme von 3104, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ist damit halt schlechter als die Epic Boss und so weiter und so fort. Aber gut, ich meine, wir machen einfach mal weiter, ja. Oh Gott, hoffentlich... Schaltet keiner von euch ab und deabonniert mich, nur weil ich jetzt hier mal einmal Glück habe beim Fusionieren. Gut, es ist nicht nur einmal, aber trotzdem. So. Folgendermaßen. Mono Erde mit Mystic. Mit Mono Mystic. Bone Harvester Plus könnten wir machen. Nehmen wir die Bone Harvester Plus. Wie gesagt, die Plus-Rüstung, das gibt keinen Bonus aufs Fusionieren, also zumindest früher nicht. Aber einfach mal probieren. Was ist das für eine Kanitz-Plate-Mail? Ja, super. Wieder eine Mono-Erde. Kanitz-Plate-Mail kommt rein. Und jo. Theoretisch haben Mono-Elemente die höchste Chance auf episch zu werden. Das ist auch eine genau. Armor of the Bear, genau, da war was. So. Jetzt wird's langsam enger. Also was heißt enger? Ich meine, ich habe ja noch genug Zeug, was ich da reinpowern kann. Hier würde ich ja am liebsten dann auch mal so eine oder eine Mystic Mono. Vielleicht Feuergrad mit einem von denen hier und die Luft. Machen wir die mal auf jeden Fall. Ich weiß, ich wollte das eigentlich nicht mischen, aber mal auf. Und los geht's. Und raus kommt. Ach, Wolf-Dingens, ja, Armor of the Wolf. Genau, ja. Feuer-Erde. Feuer-Erde, Armor of the Wolf. Die können wir gleich nochmal mit einer Mystik, mit einer Mono-Mystik paaren. Ja, Level 15 ist okay. Mono-Mystik hier, Eternal Garment. Garment. Und da kommt raus. Sagt mir jetzt gerade nichts. Chupacabra. Monofeuer. Und da wir gerade dabei sind. Ich habe hier noch keine Dragon. Also noch keine Dragonborn. Das hört sich so an, als ob man die unbedingt braucht. Aber wir nehmen doch jetzt einfach mal hier. Die Mono wollte ich damit, glaube ich, machen.
Und die machen wir jetzt mit einer Mono-Mystik. Und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Es war jetzt schon echt krass, die ganzen Epics hintereinander, ja. Es wäre ja jetzt auch schon fast dreist, wenn man mehr Epics bekommen würde. Behemoths Vanguard. Da können wir vielleicht gleich nochmal gucken, was man da von den Epics reinmacht. Behemoths Vanguard, okay. So, wir hatten das hier gesagt mit einer Mono Feuer Level 18. Wieso nicht? Die ganzen Levels auf den Kopf gehauen. Ach, Admirals Battleborn. Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Weil wir jetzt ziemlich viel mit Mystic wieder haben. Wir haben hier die zwei, die ich auf jeden Fall loswerden will mit Mystic. Und hätte hier halt Feuer. Was man natürlich. Ach so, nee, den Krampusmantel wollte ich ja behalten. Den Krampusmantel könnte ich weggeben. Hier hat man noch eine Feuererde. Feuererde. Feuererde könnten wir mit beiden. Feuererde. Erde-Wasser haben wir, glaube ich, nichts Gutes. Wäre nichts so Gutes, sage ich jetzt mal. Erde-Wasser haben wir, glaube ich, sogar ganz wenig. Hatte ich schon mal nachgeguckt, ne? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Earthworms Shroud wäre mit Erde Mystik. Erde Luft. Haben wir da was Gutes im Augenblick zu verfusionieren? Erde Luft. Aber Luft allgemein. Ach, wir nehmen jetzt einfach die. So, Ende Gelände. Und es kommt raus. Ah, Assassin's Shroud. Das war eine meiner ersten Rüstungen, die ich auf Maximum hatte. Ach ja, das war cool. Die hatte ich nicht mal im Plus, aber ich hatte sie auf Maximum und ich war glücklich. Schade. Hätte auch besser laufen können. So, ja, gucken wir jetzt einfach, was hier zur Moontide noch passt. Feuer, Feuer. Mystik und Feuer, das wäre eine Dragonborn Aegis. Wir nehmen den Wickermantel. Manche Leute werden sich wahrscheinlich ärgern, dass ich direkt gleich auch Admirals Battleborn. Ja, super. Manche Leute werden sich wahrscheinlich darüber aufregen, dass ich die gleich wieder verfusioniere, aber man braucht sie halt nun mal wirklich nicht mehr. So, jetzt haben wir ganz viel Mystik hier, ja. Genauso wie hier auch. Jetzt muss ich mal drauf gucken, dass ich vielleicht irgendwann mal ein paar Rüstungen bekomme. Jetzt mit der Mono Feuer, da könnte ich zumindest dann hier den Assassin's Shroud mit paaren. Und ja, Resümee, Zusammenfassung oder wie auch immer. Ja, wir hatten insgesamt, hatten wir drei Epics fusioniert. Davon haben wir jetzt eine schon wieder auf den Kopf gehauen. Den Arcane Mantel, den lassen wir jetzt mal stehen. Die Ravage Shield Blade werde ich auf jeden Fall behalten, werde ich auf jeden Fall hochmachen. Hab damit endlich mal wieder eine schöne große Epic-Rüstung, die man auch benutzen könnte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Vertonen hat funktioniert. Ja, gut. Wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann. Euer Eid.